Wir fordern eine Schule für alle. Das mehrgliedrige Schulsystem selektiert uns schon früh und bildet eine Elite heraus. Anstatt gemeinsam und solidarisch zu lernen, werden die Gymnasien besonders gefördert und Hauptschüler und Hauptschülerinnen aussortiert und auf eine Zukunft als schlecht bezahlte Fachkräfte vorbereitet. Wir demonstrieren heute auch gegen den Kooperationsvertrag mit der Bundeswehr. Soldatinnen und Soldaten haben an der Schule nichts zu suchen. Ihr Interesse, Nachwuchs zu gewinnen, ist eindeutig. Eine neutrale Informationsgestaltung unmöglich. Eine Schule ist eine zivile Einrichtung und als solche soll sie auch wirken. Deshalb weg mit den Kooperationsvereinbarungen. Her mit der Zivilklausel. Jugendliche sind davon betroffen. Nach der Ausbildung gibt es keine Übernahme, sondern nur den Weg zur Leiharbeitsfirma. Für die Konzerne ist Leiharbeit ein großer Gewinn auf unsere Kosten. Wir sagen deshalb, Leiharbeit widerspricht grundsätzlich unseren Interessen als Jugendliche und Beschäftigte. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit, aber das reicht doch nicht. Darum unbefristete Übernahme nach der Ausbildung im erlernten Beruf. Unternehmen, die nicht ausbilden, sollen zahlen. Ausweitung der Leiharbeit stoppen. Übernahme aller Kolleginnen in reguläre Arbeitsverhältnisse. Und das gesetzliche Verbot von Leiharbeit.